Oh mein Gott. Es ist so lecker. Okay, ihr Lieben, ich bin ausgerüstet und wir testen heute zusammen. Ich bin ausgerüstet, weil ich laber hier und laber nicht zu Ende. Mein Handy, Löffel und das Allerwichtigste, Eis. Ups, dahin. Wir testen heute Park Creamery Eis. Und ich habe es euch ja in meinem letzten Video über die Park Creamery schon angekündigt, was für eins es sein wird. Und zwar S'mores. Und ich werde euch hier ein Bild von der Lovely Chrissy, so heißt sie bei Instagram, der Chrissy, in echt, Christina, einblenden. Die hat das nämlich letztes Jahr schon probiert und dann hat die Park Creamery zu, weil Weihnachten und ja, einfach kalte Saison. Aber jetzt mit dem Frühlingsanfang im März fängt die Eissaison auch wieder an. Es ist zwar noch nicht Frühlingsanfang, aber die Eissaison hat trotzdem schon wieder angefangen. Und es kommt auch wieder, also es eröffnen einfach wieder super viele Eisdielen und dazu gehört auch die Park Creamery. Ich habe euch ja im letzten Video schon einiges darüber... Ich habe das mit der Höhe hier noch nicht so ganz raus. Ich habe euch in dem letzten Video schon einiges über die Park Creamery erzählt. Da verlinke ich euch einfach mal unten drunter. Ich habe jetzt die dritte Kamera. Ich hoffe, mit der funktioniert es jetzt. Ein bisschen besser auch mit dem Turm. Und es rauscht vielleicht einfach, das kann ich nicht vermeiden, das war schon immer so. Aber es ist vielleicht einfach nicht mehr so mit diesem komischen Autofokus. Ich hoffe, die dritte funktioniert jetzt. Aber wie gesagt, S'mores. Und S'mores ist ja eigentlich, wenn man das... Park Creamery hat ja so das Konzept, dass sie so sehr bekannte Desserts quasi nachmachen und in Eisform machen möchten. Und bei S'mores ist es so, dass S'mores ja eigentlich quasi ein Marshmallow ist, der, soweit ich weiß, geröstet wird über einem Feuer und dann zwischen zwei so Kekse, so Graham Cracker, eigentlich wie so Butterkekse, das sind Graham Cracker, gemacht wird. Und ich bilde mir ein, da ist dann noch irgendwas mit Schokolade. Also da kommt, glaube ich, zwischen die Kekse auch noch Schokolade oder so. Irgendwie sowas ist das. Ich werde euch mal ein Bild von so einem echten S'mores quasi einblenden. Und dieses Eis ist eine Schokobasis mit, soweit ich weiß, Marshmallow und Marshmallow-Strudel und diesem Keks-Graham-Cracker-Stückchen. So sah es zumindest auch in der Vitrine aus. Es sah da richtig, richtig lecker aus. Deswegen bin ich jetzt auch so gespannt darauf. Und wir wägen den Becher gleich nochmal ab. Ich glaube, er ist ein bisschen leichter. Er wurde so richtig schön eingepackt in Papier. Übrigens, wenn ihr das nicht wusstet, Papier ist fast... noch effektiver, vor allem so Zeitungspapier oder so beim Einpacken, als zum Beispiel diese ganzen Tüten, die man im Supermarkt kaufen kann. Also ich würde euch immer raten, wenn ihr Eis kauft und es länger transportieren müsst, einfach in Zeitungspapier einwickeln. Das ist super. Gerne auch viele Schichten. Je mehr Schichten, desto besser. Aber jetzt dieses Eis. Wir machen es jetzt zusammen auf. Ich finde es richtig schön eingepackt. An dem Sticker selbst seht ihr auch schon, was für ein schönes Design die immer haben. 7,50 Euro hat es gekostet. Übrigens schon mein tolles Eis-T-Shirt gesehen. Ich bin übelst begeistert. So, aber jetzt machen wir es auf. Quasi aus wie das letzte, hat auch diesen Sticker drauf, aber das hier ist selbst abgefüllt. Deswegen sieht es doch nicht aus wie das letzte, weil hinten ist es leer. Und ich weiß nicht, am Ende habe ich es glaube ich noch erwähnt, aber ich sage es jetzt nochmal, die Becher, wenn ihr das seht, die haben ein bisschen eine andere Struktur tatsächlich als die Becher, die man so von Ben Jerry's kennt oder so. Die sind aus Papier, also ich denke mal auch besser recycelbar. Und das ist viel, viel weicher. Vor allem an manchen Stellen merke ich das schon, dass sie sich besser eindrücken lassen. Ich kann euch auch sagen, woran das liegt. Bei S'mores ist es so, dass es ja einfach super viel Marshmallow-Soße drin ist. Übrigens, die ist vegetarisch bei der Park Creamery, soweit ich weiß. Ist ja oft ein Problem. Bei John zum Beispiel, die haben alles mit Marshmallow, mit Gelatine, was dann für mich halt voll rausfällt. Genau, aber was ich sagen wollte, ist, es war auch bei Ben Jerry's Coffee Cookie Dough so. Nicht Coffee, was laber ich denn heute? Ich hatte Jones im Hinterkopf und die haben ja Coffee Cookie Dough. Bei What's Sweet World, einer meiner liebsten Sorten, und auch bei Save Our World, da ist überall Marshmallow drin, auch Fischfood. Die lassen sich sehr leicht eindrücken und tauen immer relativ schnell angefühlt, weil diese Swirls einfach nicht so doll einfrieren. Genau, hier steht es drauf S'more, nicht S'mores. Ich sage die ganze Zeit S'mores, es heißt S'more. Und irgendwie verbinde ich damit immer den Slogan give me some more. Und ich glaube, daher kommt das auch, weil es quasi so lecker ist, dass man noch mehr will. Some more, glaube ich. Was meint ihr? Wisst ihr es vielleicht sogar? So, beim Knipsen dieses Bechers habe ich gemerkt, dass er nicht so ausbalanciert ist wie der letzte. Der hat sich ein bisschen mehr umhergerollt. Und wir werden das Ganze jetzt erstmal abwiegen. Ziehen 24 Gramm ab für den Becher.
423,5, also ziemlich genau 400 Gramm Inhalt. Das ist noch vollkommen okay. Alles, was so bis 390 geht, ist für mich ausreichend dichtes Eis. Und es ist ja auf jeden Fall auch bis oben hin voll. Ihr seht ja auch, dass da wieder, ich mache es jetzt einfach mal auf, dass da auch der Deckel mit dem Schutzding ist. Wow. Und seht ihr das? Schaut euch das einfach mal an. Das ist Hardcore Mix-In. Ich traue mich gar nicht, es aufzumachen, weil es, glaube ich, so geil ist. Ich mache die Eishaube jetzt natürlich zusammen auf. Hier ist meine Schaufel. Ich fliege nächsten Dienstag weg. Wenn ihr noch schaufeln wollt, in den nächsten, für 2 Monate, könnt ihr sonst erstmal keine mehr bekommen, wenn ihr nicht jetzt welche holt. Also sagt Bescheid, ob ihr noch welche wollt. Okay, ich habe beschlossen, dass ich den Winkel jetzt erstmal so lasse, damit ihr nah dran seid und das seht. Und wie es aussieht, sieht es aus wie, schlau, wie eine Milchschokoladenbasis. Und eventuell könnten diesmal die Stückchen gar nicht so groß sein, wie beim letzten Mal. Aber wir gucken mal. Und es ist halt handabgefüllt, ne? Deswegen sieht das anders aus. Es ist wieder super dicht. Es ist einfach nur leichter wegen dem Marshmallow-Strudel. So toll aus. Ich habe das noch nicht erwähnt. Fürs Schokoladeneis verwenden die diese Valrhona. Ich glaube Valrhona. Ich kann es immer nicht aussprechen. Ich blende euch den Namen ein. Schokolade. Und das ist eine mit, also eine richtig qualitativ gute Schokolade. Und so schmeckt das auch gerade. Es hat einen ganz, ganz besonderen Eigengeschmack, den ich so ein Eis noch nicht richtig hatte. Weil es wirklich ist, als würde man ein Kakao. Es ist wie ein Kakao. Mit eben richtig guter Schokolade. Und zwar aus richtiger Schokolade. So ein Kakao, so ein Löffel Kakao, so ein dickflüssiger. Kennt ihr die? Der eben nicht aus Kakaopulver ist. Jetzt bin ich super gespannt auf den Strudel, weil der sieht tatsächlich. Ich hab erfahren, dass der sogar angebrannt wurde. So wie eben S'mores Sandwiches auch wirklich sind, so anflambiert. Und man so ein bisschen Röstaromen quasi hat. Und der sieht sehr flüssig aus. Flüssiger als der von Ben Jerry's, ja. Sehr fluffig und flüssig. Das erklärt auch, warum das Pie ein bisschen leichter ist als das letzte. Fluffig und flüssig. Und das alles ist natürlich selbst gemacht, ne? Er schmeckt süß. Und Fluff muss süß schmecken. Es ist aber mehr eine Soße, noch mehr eine Soße, als dieser Fluff aus dem Supermarkt. Es schmeckt anders als von Ben Jerry's. Ich hätte jetzt vielleicht erwartet, dass es irgendwie so schmeckt. Es schmeckt noch natürlicher. Und das ist ja voll was Positives. Es schmeckt wirklich, man schmeckt dieses Eiweiß ein bisschen raus, meiner Meinung nach. Vielleicht, weil ich auch sonst nicht mehr so viel Eiweiß esse, schmecke ich das. Aber nicht, überhaupt nicht schlimm. Also es ist nicht, als würdet ihr Eier essen, sondern man schmeckt einfach dieses Eischneemäßige mit eben auch Zucker. Also es ist schon auch auf jeden Fall auch süß. Mir gefällt, dass es eher wie eine Soße ist. Das passt so gut zusammen mit diesem Schokoeis. Ich muss sagen, ich schmecke dieses Angebrannte nicht so raus. Wenn ich das nicht falsch in Erinnerung hatte und es wirklich so ist, dann könnte es sogar noch angebrannter sein. Aber jetzt kommt hier was. Und ich habe es gerade schon gemerkt, weil es richtig hart wird. Und ich will, dass ihr es hören könnt. Kommt jetzt einfach mal ein riesiges Monsterstückchen. Und allein die Eiscreme selbst, die Basis ist schon so lecker. Es ist gar nicht so Monster, aber es ist eine perfekte Größe tatsächlich. So möchte ich, dass meine Eisstückchen immer sind von der Größe her. Nein! Absturz! Seht ihr das? Also von der Größe her ist es echt mega. Gerade auf meinen Autofokus klarzukommen. Hoffe, es hat einigermaßen fokussiert. Na, jetzt wieder nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es so ein richtiges Square ist. Also so ein geschnittenes Viereck quasi. Ich bin jetzt echt gespannt, wie das wird. Vielleicht war das auch das Angebrannte. Das sieht nämlich fast so karamellig aus. Ich weiß gar nicht wirklich, was es sein soll. Deswegen probieren wir es jetzt mal. Also vom Prinzip her, vom Dessert weiß ich's. Kleines Update. Der Strudel ist flambiert, er hat aber für mich, also dieser Marshmallow-Strudel, aber ich finde, er könnte sogar noch ein bisschen mehr flambiert sein. Aber genau, das hatte ich quasi richtig in Erinnerung. Die Kuchenstückchen, oder was da drin ist, soll so wie so eine Art Kuchenboden sein.
Und sie verwenden Biomilch und diese Valrhona-Schokolade, die ich schon angesprochen habe. Also das stimmte auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, flambiert. Die Info hatte ich vorher schon. Das habe ich einfach nur verpeilt, euch quasi richtig zu sagen. Und ich glaube, das war jetzt alles. Oh mein Gott. Es ist so lecker. Tatsächlich ist das noch meine, neben den anderen beiden Komponenten, die ich gerade schon so richtig lecker fand, ist das meine liebste Komponente. Es ist ein Keks, aber er ist ein bisschen gooiger, fast schon wie so ein Blondie. Er schmeckt gebacken. Er schmeckt zuckrig. Er schmeckt keksig. Er schmeckt einfach lecker und die Kombi ist richtig gut. Also ich würde mir dieses Angebrannte sogar noch mehr wünschen. Aber vielleicht sind auch die Stückchen damit gemeint, weil wenn hier irgendwas so in Richtung angebrannt, gebacken schmeckt, dann sind es die. Und das ist richtig gut. Ich liebe die total. Ich könnte mir die auch in anderen Kombinationen toll vorstellen. Diese Schokobasis ist super besonders. Und ich kann euch nur empfehlen, die mal zu probieren. Die haben auch noch zwei andere Sorten, wo sie auch diese Schokolade verwenden, soweit ich weiß. Ich glaube, es ist auch in dieser Sorte, diese Schokolade. Wenn nicht, dann werde ich es euch jetzt hier nochmal einblenden. Das werde ich nochmal nachfragen. Aber ist meine Vermutung. Ich bin echt im Himmel. Und sie verwenden auch richtige Schokolade und eben nicht nur Kakaopulver, wie das viele Firmen machen. Jetzt hätte ich schon richtig diesen Marshmallow-Geschmack. Der könnte aber stärker sein, meiner Meinung nach. Und hier sind überall Stückchen. Man sieht die nicht so richtig, aber man hört sie. Es ist wirklich alles voll mit diesen. Hier auch. Nee, da nicht. Geil. Mit den Stückchen und mit den Swirls. Für euch wird es ja interessant sein, wie sich das im Pint unten nochmal verhält. Da filme ich euch dann nochmal rein. Aber ich kann es euch jetzt schon mega empfehlen. Es ist absolut besonders. Und auch die Sorte würde ich auf jeden Fall nochmal holen. Ich glaube tatsächlich, dass ich die Cheesecake noch besser fand. Aber die ist ganz nah dran. Und ich bin so gespannt, noch andere von denen zu probieren. Und den habe ich ja bekommen. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Und Leute, geht zur Park Creamery. Wirklich. So lustig, eine super gute Freundin von mir, die ich schon ewig kenne. Die hat bei Instagram auf meine Story geantwortet. So, oh, das ist voll lecker, das Eis, als ich das Cheesecake drin hatte. Und ich so, ja, voll lecker. Also meinst du jetzt generell Cheesecake oder meinst du das Eis? Weil ich dachte so, da war sie doch noch nicht. Und sie meinte so, ja doch, da war ich letztes Jahr. Und ich so, verdammt, Leute, die nicht mal in Berlin wohnen, waren da schon, kennen das und ich noch nicht und ich wohne hier. Also, ja, Schande über mein Haupt, ich werde mehr Eis in Berlin probieren. Empfehlung Park Creamery, S'mores ist echt der Hammer und ich führe euch gleich nochmal rein. Also es sind einfach überall diese Stückchen drin und ich denke, hier seht ihr auch die Größe mal ganz gut. Hoffe ich. Und die Form. Der Strudel ist halt nicht so dick, sondern wirklich sehr, sehr flüssig. Dadurch wird es alles so eins, wenn man es löffelt. Und man schmeckt ihn nicht so sonderlich raus, eben auch nicht von der Konsistenz, aber optisch sieht man ihn halt total. Ups, der könnte noch so ein bisschen zäher, gooiger sein, meiner Meinung nach. Aber das ist ja nur meine Meinung. Vielleicht sehen das andere genau anders, weil sie sagen, nee, genau das mag ich bei Marshmallows nicht, ich habe es lieber so flüssig. Und die Stückchen sind so lecker und die Eisbasis sowieso. Also auch ein richtig tolles Eis.
Okay, ich muss eine Sache gestehen. Oder eine Sache. Okay, ich muss eine Sache sagen. Diese Basis ist so intensiv, dass man die Stückchen geschmacklich eigentlich gar nicht schmeckt. Und das ist ein bisschen schade. Die haben eine krasse Konsistenz. Also man merkt natürlich, dass man Stückchen isst. Die haben auch so eine richtige zuckrige Konsistenz, sind Biss, richtig knusprig. Aber sie schmecken halt nach gar nichts, wenn man es nach dieser Eiscreme isst. Das ist ein bisschen schade. Also sie schmecken nicht nach gar nichts. Das stimmt nicht. Aber sie schmecken nicht so intensiv, wie wenn man sie ganz einzeln isst und irgendwie ein Glas Wasser zwischendurch trinkt. Und das quasi, ja. Aber es ist wahrscheinlich auch schwierig umzusetzen in so einer Schoko-Eiscreme, die halt einfach von sich aus schon so intensiv ist. Dann die Stückchen noch geschmacksintensiver zu machen, damit die nicht untergehen. Aber sie schmecken die schon gut für sich. Und im Eis natürlich auch, aber ja, wie gesagt, der Geschmack geht halt ein bisschen unter.